Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Version zu unserer animierten Waschstraße von Deluxe. Er nennt es ja New Service, ist ja, hat er im Prinzip ja auch recht, ist New Service, aber es bezieht sich leider immer nur auf die Waschstraßen. So, gucken wir mal an, was ist hier mit dabei bei diesen Waschstraßen. Ich will es euch hier nochmal kurz zeigen, wer es noch nicht kennt, wer es noch gar nicht kennt und was eigentlich neu hinzugekommen ist hier. Also so augenscheinlich ist erstmal noch nicht so viel passiert, außer dass einige Sachen erstmal gefixt worden sind. Hier gab es natürlich hier und da Probleme, aber ich glaube, das müsste jedem Modder bekannt sein. Wenn man was Neues baut, tun sich hier und da mal Probleme auf. Da hat er einiges gefixt, so wie ich das jetzt hier im bei Steam bei den Änderungshinweisen so nachlesen kann. Das hat er jetzt erstmal gefixt, dass da die Probleme weg sind. Dann hat er gemacht, die Kollision für die Barriere an der Waschstation wurde hinzugefügt. So, das heißt jetzt folgendes. Ich zeige euch das jetzt mal. Wenn ich jetzt hier reinfahre, no, heißt es praktisch, ich fahre ja bis nach vorne und ich könnte jetzt durch die Waschstraße im Prinzip durchfahren. Ne? Das machen wir aber nicht, sondern ich fahre schön langsam rein, wie man es halt kennt an der Waschstraße. Und dann bleibe ich jetzt hier mal stehen, sobald es losgeht. So, nur dass ihr es nochmal seht, wer es noch gar nicht kennt. Jetzt wird erstmal der Hobel hier frisch gewaschen. Ja, einmal so. Ich wünsche mir ja, viele haben schon geschrieben, die würden sich gerne die Waschbürste noch ein bisschen weiter oben wünschen. Man erkennt es gleich am Auflieger, dass die halt zu weit, da sieht man es ein bisschen, zu weit nach unten ist. Sie gehört noch natürlich ein Stück noch weiter nach oben. Das ist jetzt natürlich Meckern auf hohem Niveau. Dann hat man die Frage gehabt, warum geht hier diese Bürste, die was oben ist, nicht jetzt am Auflieger runter? Da hat uns Venta, oder mir hat Venta das drauf kommentiert auf meinem Video und da hat er vollkommen recht. Er ist gar nicht möglich, weil er ja aufgrund, wenn jetzt du mit dem Hängerzug reinfahren würdest oder mit dem Gigaliner oder wie auch immer, dann wie, woher sollen jetzt hier praktisch das Spiel wissen, dass du jetzt einen Gigaliner hast und dass du da hinten, dass du das runterfahren musst, ne, mit der Bürste. Deshalb wird das schwer umzusetzen sein, ne. Deshalb ist das, so wie es wir jetzt hier sehen, mit, Bürste fährt am Anfang erstmal hoch und dann so und fertig, dann ist es genau so, wie wir es jetzt sehen, eigentlich schon das A und O. Das Einzige, was er gesagt hat, was man noch machen könnte, gegebenenfalls dieses Wasser, diese Nebelfunktion von so einem Wasserding, könnte man eventuell noch verbessern, wenn die Möglichkeit da ist. Da weiß ich jetzt nicht, da bin ich jetzt nicht so in der Thematik drin, ob das noch besser geht, dass das noch schöner nach Wasser aussieht, mit Wasserpfützen und so, vor allen Dingen am Boden. Das könnte, glaube ich, schon machbar sein, denn wir haben ja sowas in der Richtung. Vielleicht ist das ja möglich, dass man da zum Beispiel den Boden einfach nass macht oder so. Ne? Müsste man halt gucken, ob sowas geht, aber ich denke schon, das wäre vielleicht ganz cool. Und ich bin ja nach wie vor fürs Ampelsystem, ne? Aber hat er auf dem Schirm, man hat er sogar aufgeschrieben, Ampelsystem, glaube ich, steht da, dass so eine Ampel rot ist und grün. Müsste man mal schauen, ne? Und was jetzt neu mit dabei ist, ist nicht so, pass auf, ich meine, ich habe das sowieso schon immer gehabt, aber ich zeige es euch jetzt hier mal. Ich fliege jetzt mal, pass mal auf. Er schreibt, in allen Städten habt ihr jetzt diese Waschstraße. Ich fliege jetzt mal nach München, dass ihr es einfach mal seht, ne? So, passt mal auf, wo bin ich jetzt hier? So, München. Passt mal auf, wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn, die Waschstraße? Da ist sie nicht. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie versteckt? Wo ist sie versteckt? In allen Städten. Ich gehe mal davon aus, er meint, in allen Städten, wo wir eine kleine Werkstatt haben. Ne? Oder genau, weil hier haben wir ja die große, in MAN, da haben wir es natürlich nicht. Das macht natürlich wenig Sinn. Also in dem Fall nur bei den Städten, die eine kleine Garage haben. Werkstatt haben. Das heißt, Stuttgart zum Beispiel. Stuttgart geht nicht. Stuttgart ist Mercedes. Der Mercedes-Händler, da fällt das dann natürlich weg. Wenn ich jetzt sage, okay, wir fliegen mal nach Mannheim, da sieht der Hase dann schon anders aus. Pass auf, Mannheim müsste dann theoretisch jetzt hier, da ist er. Zack, da, Mannheim. New Service, da ist unsere Garage, beziehungsweise hier unser Ding, ne? Hier kann man dann rausfahren. Ist ein bisschen eng, aber müsste schon gehen, ne? Also Mannheim, und das ist, zieht sich dann komplett durch. Ich fliege mal schnell in Ruhrpott. Frankfurt geht auch nicht. Frankfurt, glaube ich, ist Iveco-Händler, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Hier Köln zum Beispiel. Köln hat nichts, Düsseldorf, Duisburg nicht. Da müsste jetzt überall diese Dings sein. Ne? Also für die Jungs, die gesagt haben, ich habe das bei mir nicht im Spiel, könnt ihr jetzt mal gucken. Jetzt könnt ihr das funseln. So, wo haben wir es? Aber hier habe ich es nicht. Guck mal, hier ist doch die Werkstatt von Köln. Köln ist es nicht. Ne? Wahrscheinlich ist es now animated in all cities. Where the station existiert. Also nee, hier steht, hier ist es nicht. Hier ist es nicht, weil ich habe ja jetzt hier. Also in Köln funktioniert es nicht. Köln ist nicht, weil Köln ist noch die alte. Hier. Da müsste jetzt hier die neue sein. Okay, gut. Köln lassen wir mal weg. Köln ist nicht dabei. Fliegen wir mal nach Düsseldorf. Müssen wir einfach mal durchfliegen, ne? Ja, Düsseldorf ist es wieder, ne? Da ist er wieder. Ja. Düsseldorf ist. Schauen wir Duisburg. Bei Duisburg haben wir nämlich auch keinen LKW-Händler. Da ist er auch. Hier ist er. Zu sehen. Da ist er.
Schön hier am kleinen Hafen hier noch. Schön. Also da. Dortmund können wir auch noch rüberfliegen. Dortmund haben auch keine LKW-Händler. Das klappt auch. Hoffe ich zumindest. Also Köln war jetzt keine. Genau, und hier in Dortmund haben wir zum Beispiel auch keine. Wo sich das dann unterscheidet, das kann ich euch natürlich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Aber nur, dass ihr mal gehört habt, okay, in einigen Städten ist es jetzt vorhanden. Zumindest bei mir ist es zum Beispiel. Vielleicht ist es bei dem einen oder anderen wieder anders. Da müsst ihr mal gucken. Aber nichtsdestotrotz ist es nach wie vor ein richtig geiler Mod und mir macht es richtig Spaß, mal hier in die Garage zu fahren. Vor allen Dingen, wenn man auch in die Garage reinfährt, um seinen Service zu machen. Du fährst auf diese kleine Rampe rauf und das sieht einfach richtig cool aus. Gut, dann wisst ihr erstmal Bescheid. Bin gespannt, was bei der Version 6 dann kommt. Lassen wir uns mal überraschen. Aber dass es jetzt so nach und nach immer mehr für die ganzen Städte kommt und ja, ein paar einige Sachen gefixt worden sind, ist doch schon mal, geht schon mal wieder voran, ne? Danke, Deluxe, für deine Arbeit in dem Sinn. Gut, dann wisst ihr erstmal Bescheid. Falls Fragen sind, einfach kommentieren. Entweder hier oder im Steam Workshop. Link dazu alles in der Beschreibung. Lasst einen Daumen da, Abo für den Kanal nicht vergessen, die Glocke drücken. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Macht's gut, bis bald und adios.